Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Buchholz, Sie haben vielleicht gehofft, dass ich eine Kurzintervention mache gegenüber Ihren persönlichen Beleidigungen an meine Richtung. Das habe ich nicht gemacht. Es ist allerdings auch ein bisschen schwer, mit einem Eiferer Ihren Typs zu diskutieren, wenn Sie die Argumente, die vorgelegt werden, von vornherein diskreditieren. Meine Damen und Herren, eine ordentliche Anhörung zu diesem Gesetz im Wirtschaftsausschuss ist von der Koalition versagt worden. Und damit hat sich die Koalition selbst auch der Möglichkeit enthoben, dem Vorwurf, und der steht im Raum, mit diesem Gesetz ein Berufsverbot, ein quasi Berufsverbot zu erlassen. Dieser Vorwurf ist von der IHK erhoben worden, aus dem Weg zu räumen. Das haben Sie unterlassen. Sie werden Ihre Gründe dafür haben, warum Sie den 500 legalen Spielhallenbetreibern eine solche Diskussion nicht ermöglichen. Dass es Missstände gibt, zum Beispiel durch die Konzentration von Spielhallen in bestimmten Straßenzügen, bestreitet doch überhaupt niemand. Dass diese Missstände zum Beispiel durch unterschiedliche Handhabung des Bauordnungsrechts in Ost- und Westbezirken herrühren, blenden Sie, Herr Buchholz, seit Jahren aus. Im Bezirk Lichtenberg ist die Untersagung einer Spielhalle am Bahnhof Karlshorst aus baurechtlichen Gründen durchgesetzt worden. Da ist es üblich, dass bei dem Antrag schon sofort auch das Bauamt mit einbezogen wird zur Prüfung des Ortes auf Geeignetheit. In anderen Bezirken und offensichtlich vornehmlich in Spandau, und da bleibt oder unterblieb die Prüfung der Anträge auf Errichtung von Spielhallen oder spielhallenähnlichen Einrichtungen nach bauordnungsrechtlichen oder sonstigen Vorgaben offenbar flächendeckend. Richtig ist, dass das Spielhallengesetz von Berlin die Befristung der vorhandenen Konzession zum 31. Juli diesen Jahres vorschreibt. Sie von der Koalition hatten jetzt 4,5, 5 Jahre Zeit, ausgestattet mit Regierungsverantwortung, eine rechtlich einwandfreie, transparente und nachvollziehbare Regelung zu finden, wie die Neuvergabe von Konzessionen und die Durchsetzung der 500 Meter Abstandsvorgabe geregelt hätte werden können. Jetzt, kurz vor Ultimo, kommen Sie um die Ecke, und der dichte Bezug zum Wahlkampf ist nicht von der Hand zu weisen. Sie haben 5 Jahre gepennt, vielleicht auch auf Zeit gespielt, und kommen jetzt mit einem umständlichen, aufwendigen Verfahren an dessen Ende ein Losentscheid, also ein Glücksspielverfahren steht. Und das nennen wir Verweigerung von Regierungsverantwortung, Herr Buchholz. Das Verfahren zur Bestimmung der Abstandsregelung ist dermaßen kompliziert und arbeitsaufwendig für die Ordnungsämter wie für die anderen beteiligten Ämter, dass man nur staunen kann, was der Gesetzgeber angesichts der Ämterkatastrophe in Berlin denen an zusätzlichen Arbeiten überträgt. Das hat Ihnen auch der Senat in seiner Stellungnahme mitgeteilt, dass nämlich in den Bezirken weder personell noch fachlich entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen, die wie aus dem Hut gezauberten zusätzlichen Kräfte nur für die Umsetzung dieses Spielhallengesetzes wären in anderen Bereichen wie Jugendämtern oder Bauämtern schon vor Jahren gern in den Bezirken gesehen worden und hätten dort Gutes getan, unter anderem auch Kaffeekasinos kontrolliert. Jetzt kommen neue Kräfte und ein Übermaß an Verwaltungstätigkeit zur Bekämpfung der legalen Spielhallen gleich dazu. Und ob das Amt für Statistik, dem die zentrale Ausübung der Abstandsermittlung übertragen wird, dafür die nötigen Ressourcen hat, wage ich mal zu bezweifeln. Und bezüglich der Kaffeekasinos, deren Anzahl die Zahl der legalen Spielhallen um ein Vielfaches übersteigt, hätten längst in den vergangenen Jahren die entsprechenden Kontrollen, die Sie jetzt versprechen, mit dem neuen Gesetz stattfinden können. Da hätte man längst einschreiten können. Für Kaffeekasinos oder Ähnliches gibt es übrigens keine Abstandsregelung, weder von Schulen und Jugendeinrichtungen noch voneinander. Dort findet zu großen Teilen halb oder gänzlich illegales Glücksspiel statt. Dort muss es bekämpft werden. Da hätten Sie längst und seit Jahren mehr Personal einsetzen können und das Problem bekämpfen können.
Das neue Gesetz, und das hat Ihnen Herr Buchholz, Ihr geschätzter Kollege Buschkowski, ins Stammbuch geschrieben, wird massive Verdrängungseffekte ins halb- oder illegale Glücksspiel bewirken. Und da wir nun auch schon über die Spielverordnung reden, wo waren Sie denn, Herr Buchholz? Warum haben Sie denn keine Pressekonferenz gemacht, als die Spielverordnung 2013, 2014 auf Bundesebene geändert wurde, eben die Reduzierung der Anzahl der Spielautomaten auf 2, aber erst ab 2019. Und warum sind Sie da nicht aufgesprungen und haben nicht sofort gesagt, das ist ein Gesetz vom Wirtschaftsminister Gabriel unterschrieben, das nicht Ihren Intentionen entspricht? Wo waren Sie, als in diesem Gesetz, in der Spielverordnung, die Bestandsregelung, die jetzige Bestandsregelung von 3 Automaten pro Café festgeschrieben wurde? Da waren Sie nicht zu sehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ein letzter Satz sei mir noch vergönnt zu den Grünen. Sie haben die Spielverordnung jetzt eingebracht im Antrag. Sie, Herr Behrendt, haben gesagt im Ausschuss, Sie möchten sämtliche Glücksspielautomaten und sämtliche Spielhallen verbieten. Das kann eine Meinung sein, aber ich frage Sie, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, in anderen Sphären der Sucht, zum Beispiel bei Alkohol- oder Drogensucht, verfolgen Sie eine Politik, die die Süchtigen nicht in die Kriminalität zwingt? Warum machen Sie es beim Spiel? Meine Damen und Herren, es gibt Gewerbe, die müssen und sollen streng reguliert werden. Es gibt sogar Gewerbe, die müssen verboten werden, beispielsweise der Waffenhandel. Aber die persönliche Abneigung zu bestimmten legalen gewerblichen Tätigkeiten, Herr Buchholz, sei es Schaustellerei, Prostitution oder eben Spielhallenbetrieb, sollte nicht ausschlaggebend sein für Gesetzestexte. Gesetzesfolgen abzuschätzen gehört zur ordentlichen Gesetzesarbeit. Das haben Sie unterlassen.